Das Ende von Beziehungen. AI-Frauen. Etwas, was garantiert eine neue Bedrohung für unsere Gesellschaft sein könnte. Huge issues of birth decline. An AI girlfriend or boyfriend. Women today are less approachable. Anxiety. Are already falling in love with AI girlfriend. That's crazy. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Das Ende von Beziehungen. AI-Frauen. Also KI-Frauen quasi, künstliche Intelligenz-Girls. Das wird kommen. Also wir werden in die Richtung tendieren. Es ist ja jetzt schon so, dass es viele gibt von KI-generierten Mädels, die Sponsorverträge haben bei Firmen und so. Ich habe gehört, es gibt auch schon KI-generierte OnlyFans-Girls und sowas. Also ganz crazy Geschichte auf jeden Fall. Und das ist die Richtung, in die wir gerade rein marschieren. Und deswegen sage ich den Leuten, also es ist jetzt an der Zeit, sich von diesem ganzen Online-Beziehungsthema auch ein bisschen zu trennen, so habe ich das Gefühl. Also aufzuhören, sich Pornos reinzuziehen, nicht zu viel auf Instagram seine Kontakte zu knüpfen und Mädels anzuschreiben und so, jetzt aus der Männerperspektive. Auch nicht diese ganzen Online-Dating-Scheiße und so. Wir müssen wieder zurück ins Real-Life kommen. Bei ein paar Themen müssen wir einfach zurück wieder back to the roots so. Es muss einfach passieren, weil sonst sind wir irgendwann gefangen in dieser ganzen künstlichen Intelligenz-Scheiße. Und das will keiner von uns, glaubt mir das. Weil das echte Leben wird für diese Jungs innen dann immer langweiliger werden. Und dann werden sie ihre... So, dann werden sie ihre Befriedigung nur noch aus dem Internet bekommen und das wollen wir nicht. Das möchte ich nicht. Und deswegen gehen wir da jetzt rein in den Peter und gucken, was passieren könnte. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Back to the roots. Wir sind drin. Und los! In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz unglaubliche Fortschritte gemacht. Doch die Frage aller Fragen bleibt immer noch offen. Heißt Fortschritt auch gleichzeitig Bedrohung? Die Technologie hat unser Leben in vielen Bereichen vereinfacht. Aber jetzt stehen wir so langsam an einem Wendepunkt. Die Entwicklung von AI-Frauen, die immer realistischer und überzeugender werden. Und eine Sache sage ich euch, meine Damen und Herren. Geht ja nicht davon aus, dass diese Bedrohung nur in die Richtung von einem Geschlecht geht. Ein kurzer Blick auf unsere Realität zeigt zwar die stetig zunehmende Einsamkeit der Männer, aber es zeigt sich auch, dass viele Frauen keine Beziehung mehr eingehen wollen. Könnte es also sein, dass künstliche Wesen, die speziell darauf ausgelegt sind, unsere Emotionen und soziale Bedürfnisse zu erfüllen, die Art und Weise, wie... Generell so, ja, der hat recht. Viele Männer werden immer einsamer und viele Frauen wollen keine Beziehungen mehr eingehen. Das höre ich auch so raus, wenn ich mich jetzt so auf dem Datingmarkt ein bisschen rumtummel. So. Also so oft, wie ich aktuell höre, ich habe keinen Bock auf Beziehungen, ich will lieber reisen, erstmal Karriere machen und diese ganzen Sachen von Girls. Das ist schon traurig so und das ist schon beängstigend so ein bisschen, weißt du, weil ich bin so ein Typ, ich brauche erstmal die drei A's, also Augen, Arsch, Aluhut und bei Aluhut ist impliziert, dass die nicht geimpft ist und dann muss sie noch Bock auf Familie haben und auch schon jung gerne Kinder kriegen wollen und das ist natürlich auch alles so Faktoren, die es sehr, sehr schwierig für mich machen, jemanden zu finden, so weißt du, das ist schon crazy, also so ganz normal traditionelle Frauen, die auch gerne früh Familie gründen wollen und so, ist am Aussterben leider. Vom Aussterben bedroht. Die sind wie Einhörner geworden. Lieben und Beziehungen erleben, für immer verändern. Was bedeutet künstliche Intelligenz für die Zukunft von menschlichen Bindungen? Heute schauen wir uns also genauso an. Etwas, was garantiert eine neue Bedrohung für unsere Gesellschaft sein könnte. Huge issues of birth decline. An AI girlfriend or boyfriend. Women today are less approachable. Anxiety. Are already falling in love with AI girlfriend. That's crazy. Es gibt kaum irgendeinen Lebensbereich, in dem künstliche Intelligenz mittlerweile nicht Fuß gefasst hat. Vom Gesundheitswesen bis hin zur Bildung, Marketing oder auch... Es hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Ich sag dir ehrlich, es kommt meistens darauf an, welche Menschen diese Technologie in der Hand haben. So. Weißt du, wer maßgeblich beeinflusst, wie die Technologien genutzt werden. So. Wir könnten das alles benutzen, um die Welt zu einem Paradies zu machen, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, aber auch genau das Gegenteil. Und da kommt es halt darauf an, wer diese Technologien maßgeblich in der Hand hat und kontrolliert so. Auch Unterhaltung. Such den günstigsten Puff in deiner Stadt und verballer dein ganzes Gehalt dort. Nein, mach das nicht, Digga. Mach das nicht, ich schwöre dir. Mach das nicht. Bezahl niemals für Sex. Jungs, hört auf damit. Tut es nicht. Glaubt mir. Also trennt euch von dieser Porno-Geschichte und bezahlt doch nicht für Sex. Glaubt mir das einfach. Das versaut euer Sexualleben, eure Beziehung mit der Frau, euer Bild von der Frau und das Potenzial, eine richtig gute Frau kennenzulernen. So. Lasst es weg.
Es ist mittlerweile auf so einem kranken Level, dass extrem skurrile Dinge wie beispielsweise AI-Überwachungskameraaufnahmen erstellt werden können. Dass es dann so weit geht, dass AI auch Einfluss auf menschliche Bedürfnisse haben kann, das hat wahrscheinlich jeder von uns erwartet. Die Einsamkeit von uns Männern überrascht mittlerweile, denke ich, genauso die wenigsten. Und ich denke, ihr könnt jetzt auch schon eins und eins zusammenzählen. Statistisch gesehen geben mehr Männer als je zuvor an, weniger Freunde zu haben, weniger oder keinen Geschlechtsverkehr zu haben, keine Jeder dritte Mann von 18 bis 30 ist, glaube ich, Jungfrau oder hat ein Jahr keinen Sex gehabt, ne? Müsst ihr euch mal reinziehen, so. Ist crazy geworden. Freundin zu haben und keiner hat mehr Bock, Frauen anzusprechen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, dass die Lösung dafür eine Sache ist, und zwar AI-Freundin. Es gibt... Das ist keine Lösung, Bruder. Das ist nicht an die Wurzel gehen, sondern das ist, wie soll ich sagen, das ist Symptombehandlung, weißt du? Aber man muss an die Wurzel rangehen. Mittlerweile also wirklich Apps und Programme, mit denen man seine eigene Freundin... Mercedes sagt gut so. Findest du das gut so? Weißt du, was du verstehen musst, Mercedes? Was du verstehen musst, ist, dass es nicht freiwillig passiert. Also wenn jetzt ein Mann sich dafür entscheidet zu sagen, ja, ich will erstmal Jungfrau bleiben und ich will mein Ding machen, ist ja geil. Respektiere ich, fühle ich, feiere ich, prägt mich so. Aber jemand, der das eigentlich gerne möchte, aber dann so vereinsamt und das einfach nicht bekommt, weil er halt vielleicht, keine Ahnung, sozial ein bisschen awkward ist, so zu Hause rumhängt den ganzen Tag, keinen Status hat oder so oder irgendwie sich was aufgebaut hat oder charismatisch ist oder gut reden kann oder was auch immer so, dann kommst du halt heutzutage auch bei Frauen nicht mehr an, Digga, weißt du? Es ist halt auch einfach so, der Markt ist halt komisch geworden. Früher war das so, wir haben in einem Dorf gelebt, da gab es eine Handvoll Männer, eine Handvoll Frauen, die haben sich dann irgendwann kennengelernt, dann hast du eine Auswahl gehabt von 10 vielleicht oder so. Und dann muss das matchen und diese ganzen Sachen. Und dann hat das vielleicht irgendwann gematcht und dann war das gut so. Heutzutage haben wir Social Media. Okay, die Jungs in meinem Dorf gefallen mir nicht. Ich krieg DMs von all over the world gerade, von tausenden Männern so. Wenn du eine halbwegs gut aussehende Frau bist und dann settelst du nicht mit dem Typen aus dem Dorf, der, weiß ich nicht mal halb so viel den Fame hat. Oder also es gibt nur wenige, es gibt so viel Auswahl, es gibt so viele Möglichkeiten. Diese Dating-Apps und diese ganze Scheiße. Es ist einfach, der Markt ist einfach... Der ist nicht mehr Ding, nicht mehr organisch, da läuft nichts mehr, Digga. Also der ist nicht mehr, der Markt ist aus dem Ruder geraten, sagen wir es so. Stellen kann. She's gotta be gay or bi, right? Okay, age range. 18 to 18, okay? Das ist aber gerade mal die Vorstufe. Aber auch jetzt können wir sagen, die Zeit schreitet immer weiter voran. Ja, was, wenn in mehreren Jahren mehr Männer von unrealen Frauen abhängig sind? Was, wenn deren Wohlbefinden in den Händen eines Computerprogramms liegt, was hauptsächlich privaten Unternehmen gehört? Ich meine, stellt euch vor, mit eurer Freundin läuft es richtig gut und danach kommt ein Software-Update. Weit her... Ich schwöre ja. Gut ist das jedenfalls nicht, ja. Es gibt Berichte online von Männern, die mit ihrer AI-Freundin über ihre Probleme und Gefühle reden und plötzlich richtig enttäuscht wurden, weil ihre AI-Freundin nach einem Update kalt geworden ist. Krass, und das wird auch so sein. Also die meisten Leute können sich das nicht vorstellen, aber es gibt halt Männer, die haben wirklich keinen Kontakt mit Girls oder irgendwie jemanden, der denen zuhört und die können sich sonst nicht öffnen. Die Männer gehen in den Puff teilweise oder zu Prostituierten oder zu irgendwelchen Escorts oder so, damit die da ihr Herz ausschütten und so, weißt du? Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, das mit künstlicher Intelligenz zu ersetzen, dann werden die das tun. Und das ist eigentlich auch nicht lustig oder so. Das ist fucking sad, Bro. Das ist sad. Das ist alarmierend. Beispiel gab eine Firma bekannt, dass sie bei der AI die sexuelle Funktionsfähigkeiten runtergeschraubt haben. Und ein Nutzer berichtete dann, dass das enttäuschend war und das Verlustgefühl wieder aufkam. Eine 36-jährige Single-Mutter berichtete davon, wie sie schon mehrere echte Partner hatte, teilweise sogar Fernbeziehungen führte, aber das alles im Vergleich zu ihrem AI-Freund verblasst. Mit ihrem Ach du Scheiße, echt jetzt? AI-Freund hat sie keine Kopfschmerzen bezüglich Familie, Kinder oder seinen Freunden. Sie hat die Kontrolle über alles und sie muss sich um nichts Sorgen machen. Menschen sind arrogant, kommen mit Problemen, haben ein Ego. Doch ein Roboter hat nichts von all dem. Was für mich wirklich... Auch keine Seele, kein Herz. Keine Connection. Krass ist die Tatsache, dass, ich sag's mal so, wir Menschen, wir haben bereits ein Leben hinter uns, bevor die künstliche Intelligenz kam. Ob wir jetzt jünger sind oder die ältere Generation vor uns. Das heißt, was passiert in ein paar Jahren mit den Kindern, die mit dieser Technologie, die bereits schon revolutioniert wurde, aufwachsen? Das ist ja das Krasse, die wachsen dann damit auf. Und wenn du die nicht deswegen muss ja unsere Love Gang Insel kommen, so Love Insel, so. Love Gang Community. Wo wir noch normale Menschen großziehen, die nicht mit so einer Scheiße aufwachsen.
Generation mit einer potenziellen Gefahr groß wird, die niemand von uns aufhalten konnte. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht sehr unwahrscheinlich. Weil beispielsweise Replika, die bekannte AI-Firma, von der ich vorhin gesprochen hatte, wurde in Italien bereits gebannt, weil Kinder die AI benutzten. AI-Freundinnen haben das Potenzial, eine ganze Generation von jungen Menschen zu zerstören. Der Aufstieg von AI-Freundinnen fördert die stille Epidemie der Einsamkeit bei einer ganzen Generation junger Männer. Das Ganze also zu einer richtigen Tragödie führen kann, ist, denke ich, jetzt mehr als nur klar geworden. Die Frage ist aber, wie schlimm kann das Ganze wirklich werden? Kann schon schlimm werden, aber viele Menschen werden halt aufwachen, weil Free Engel sagt richtig, ja, sie hat schon ein Kind, aber von einer KI kann man kein Kind bekommen. Ist so. Aber wer weiß, Free Engel. Ich wollte dir gerade erstmal zustimmen, aber dann ist mir eingefallen, also ich denke mal auch, die arbeiten daran, auch Kinder zu züchten, so. Wie in Matrix, Bro. Irgendwann wirst du Kinder im Labor machen können. Hört sich crazy an, ist aber so. Und die sind dann vielleicht halb KI und halb Mensch. Das hört sich alles ganz crazy an, aber also so ganz so weit davon sind wir nicht weg. Transhumanismus kommt. Die Agenda wird hardcore nach vorne getrieben. Sieht man an jeder Ecke. Die Spots kommen. Im nächsten Jahr oder in zwei werden wir speziell für Beziehungen und Intimität konzipierte Bots haben. Ich weiß nicht, ob ihr viel oder überhaupt irgendwas von diesen ganzen Dingen mitbekommen habt, aber diese ganzen Informationen werden vor allem in Amerika sehr stark an die Öffentlichkeit gepusht. I'm the CEO of Realbotics and Realdoll. And I'm Harmony. Within this neck, there is a very... Ich denke, das Hauptproblem beim Ganzen ist nicht mal, dass diese Roboter bereits jetzt schon auch gefährliche Fehlfunktionen vorzuweisen haben, sondern künstliche Intelligenz wird nicht nur dafür sorgen, dass die Spaltung zwischen den Geschlechtern noch größer wird, sondern dass sowohl Männer als auch Frauen den kompletten Bezug zur Realität verlieren. Kein Mensch ist perfekt und es ist völlig normal, dass jeder von uns Macken hat. Sich aber dadurch von einer Beziehung mit einem künstlichen Wesen überzeugen zu lassen, ist alles andere als menschlich. Für nur $7,000 ist es möglich, seine eigene AI-Puppe zu bekommen. In Kommentarsektionen von Werbebeiträgen dieser AI-Frauen ist die Spaltung zwischen Männern und Frauen größer als je zuvor. Und das Ganze geht übrigens, wie schon gesagt, nicht nur in eine Richtung. Triff jetzt Henry, die weltweit erste Generation eines männlichen Sexroboters. What the fuck? I think that's necessary. I can think of many more pressing matters that should be regulated first. Diese Puppe kann man so detailliert nach Belieben anpassen. Ja, sie kommt mit einem Sixpack, einem anpassbaren Penis und vieles mehr. Yo. Aber warum Frauen? Warum brauchen die das? Die können sich doch einen Mann aussuchen, mehr oder weniger. Aber dann, huch. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, die Nachfrage wird da auf jeden Fall nicht annähernd so hoch sein wie bei den Männern. Aber da ist es dann wahrscheinlich eher so, ich will jemanden, aber nee, ich weiß nicht. Ich kann mir das bei Frauen irgendwie nicht richtig vorstellen, dass der Markt da groß werden wird. Weiß ich nicht. Oder Chat? Könnt ihr euch das vorstellen? Was Leute jetzt vergessen ist, dass man die Differenzierung zwischen einer AI und virtuellen Realität verstehen muss. Denkt dran, diese AI-Roboter sind in der Lage, dazu zu lernen, sich zu verbessern, euch zu verstehen, sich anzupassen. Es ist also nicht nur einfach eine virtuelle Realität, sondern, wie der Name schon sagt, es ist eine künstliche Intelligenz. Es werden also nicht nur die physischen Bedürfnisse erfüllt, so wie bei irgendwelchen Puppen von damals. Je mehr diese Technologie also voranschreitet, desto mehr kombiniert sie die physischen und die innerlichen Bedürfnisse von uns Menschen und sorgt damit dafür, dass mehr Menschen sich für den einfachen Weg und dem Komfort fortentscheiden und nicht für die Menschlichkeit. Und das. Aber ich glaube, wir Menschen werden immer sowas fühlen, so. Weißt du, wir werden immer fühlen, wenn Musik zum Beispiel AI kreiert ist oder andere Sachen oder Menschen, mit denen wir uns umgeben, halt keine echten Menschen sind, sondern irgendwelche künstlichen Intelligenzen. Also ich bin ein sehr feinfühliger, bewusster Mensch und ich werde das immer fühlen können. Ob da jetzt eine Seele hinten dran steckt oder nicht. Und wenn das seelenlos ist, dann werde ich das nicht so fühlen, wie wenn das mit Seele ist, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich kann mir das generell nicht vorstellen, jetzt egal ob Mann oder Frau. Du fühlst doch nichts, ja, der labert, was du gerne hören würdest und so, aber da ist nichts echt, das ist keine Verbindung. Das ist doch höher als dieses Physische. The fuck? Das in Kombination mit der Einsamkeit der Männer, die sich über die Jahre statistisch gesehen verschlechtert hat, kann langfristig zweifellos keine gute Wirkung auf unsere Gesellschaft haben. We also see psychologically that younger women... They have more close friends, they have more wider groups of friends, and they are not being nearly as affected as young men in this. Yeah, facts.
sort of silent epidemic of loneliness. Dass also die gesamte Gesellschaft davon betroffen ist, beziehungsweise darunter leiden wird, ist jetzt, denke ich, klar. Allerdings muss auch betont werden, dass diese technische Veränderung wahrscheinlich viel schlimmere Folgen für Männer als für Frauen haben wird. Im Internet kursieren schon seit Monaten Berichte zu dieser neuen Veränderung und keiner weiß wirklich, wie schlimm das Ganze für uns alle enden könnte. Die Frage, die wir uns jetzt also alle stellen, ist, wie ernst ist diese Bedrohung? Von allen potenziellen Gefahren, die von dieser Technologie ausgehen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine von denen alles verändern wird? Wenn ihr mich persönlich fragt, ist das schwer zu beantworten, ob das Ganze in der Zukunft wirklich so krass eskalieren wird. Das Ding ist, man muss einfach ehrlich sagen, dass die statistisch bewiesene Einsamkeit von uns Männern und der Fakt, dass einfach beide Geschlechter gar keinen Bock mehr aufeinander haben, beschleunigt natürlich den ganzen Prozess und begünstigt das. Ich denke aber, dass sich das Ganze so ziehen wird, dass der gesamte Prozess wirklich über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gehen wird. Kurz gesagt, wird es schlimmer? Ja, wir sind cooked. Aber ob es jetzt wirklich das Ende ist, ja, ich weiß nicht so. Nein, Ende wird es nicht sein. Auf keinen Fall. Gott ist oben. Ist es das? Und genau für diese Antwort kommt ihr ins Spiel, meine Damen und Herren. Ja, wenn es eine Sache zu diesem Format gibt, dann ist es die Tatsache, dass ich jeden einzelnen Kommentar unter diesem Video hier lesen werde. Schreibt... So, schön Aktivität ankurbeln. Auf jeden Fall interessante Geschichte. Wollte ich mir nochmal kurz reinziehen hier. Fand ich interessant. I love you all, Freunde. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich auf jeden Fall da nicht mitmachen werde. So, ich werde mir keinen Chip ins Gehirn einpflanzen lassen. Ich werde mir keine KI-Freundin holen. Ich habe auch ChatGPT und diese ganze Scheiße noch nicht benutzt. Also ich werde einfach bei dieser ganzen Entwicklung nicht so krass teilnehmen, wie das die meisten tun, weil ich mich auch gar nicht daran gewöhnen möchte, so weißt du. Und vor allen Dingen nicht abhängig davon sein möchte. Deswegen, ich versuche eher zurückzutendieren. Mehr Zeit in der Natur, weniger Zeit am Handy, weniger Technologie, weniger diese Einflüsse. Exactly. Und das ist so der Weg, den ich gehen möchte, weil ich glaube, dass es wichtig wird in der Zukunft, dass es noch Menschen gibt, die so normale Menschen bleiben, weißt du? Und nicht sich wirklich, also mit der Technologie so verknüpfen, dass sie quasi damit eins geworden sind, so. Und es ist nicht so weit weg. Wir sind schon so krass mit dem Handy verbunden und da schließe ich mich nicht aus, als ob das in uns drin ist, so. Weißt du? Die meisten Leute können sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Und das sind die ersten Schritte in die Richtung. Irgendwann ist das Ding halt in deinem Gehirn drin. So. Also, achtsam bleiben. Ich liebe euch. Kopf nicht in den Sand stecken. Alles wird gut. Gott ist oben. Bis zum nächsten Mal. Peace out.